Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ich bin 19 Challenge Break mit dem PC Gaming. Moin. So, Herr Kollege, was machen Sie gerade? Alles läuft falsch. Ich nehme gleich einen halben PC auseinander. Was haben Sie schon wieder für einen Toaster? So. Ich glaube, jetzt ist er pissed auf mich. Scheiße hier. Nee, ganz vergessen, warte kurz. Was soll ich vergessen? Jetzt. Passt. Passt, passt. Was machen Sie gerade? Fahren. Ah, der jausnet da gerade mit seinem grausigen New Holland vorbei. Sagt er dem John Deere Sitz. Wann ist denn der Selu wieder da? Ist das nur eine Fortbildung? Ist das in der nächsten Woche wieder da oder nicht? Ich bin gerade echt in der Situation, gerade Sachen zu beantworten. Waren Sie kurz. Was zerlegen Sie denn schon wieder? Ich zerlege gleich alles. So. Ja, mal gucken, wann das Logo kommt. Ich kann ehrlich gesagt nichts sagen aktuell. Weil es ja eigentlich nur eine Ausnahme für dieses Wort ist, sonst kam es ja eigentlich immer. Na, aber nur eine Frage. Alles gut. So, weil ich hätte ein paar Aufträge für die Herren Kollegen da. Nicht nur du. Schon dir eine holländische Maske alles. Schon sexy. Auch nochmal so einen halbvollen Wagen, ja.
Was haben Sie gestern noch gemacht, Herr Kollege? Was haben Sie gestern noch gemacht, Herr Kollege? Wo? Wo Sie nicht da waren. Geburtstag, draußen was gemacht. Ich muss Vorherseher werden. Ich habe gesagt, der wird zur Hälfte voll, was mit der 50%. Ich bin einfach zu gut. Da staunst du, hä? Ja, ich weiß, der Chris ist nie zu beeindrucken. Ihr, Herr Chrissy. Ja. Machen wir mal ein anderes Thema. Scheiße, wie kann man es ein bisschen aussprechen? Ihre Meinung zur Frauenwelt. Was meinen Sie jetzt direkt damit? Ihre Meinung zur Frauenwelt. Einfach insgesamt zu dem Thema Frau. Oder Mädchen. Oder einfach insgesamt das Geschlecht. Jo, ganz gechillt. Wie ganz gechillt? Gehen Sie mal näher drauf ein. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Geben Sie mal doch eine Frage dazu, nicht nur ein Thema. Die Frage ist, wie stehen Sie zu dem Thema Mädchen? Ist das für Sie was ganz Angenehmes oder hat es auch eher was mit Stress zu tun? Also fragen wir mal anders. Ah, ganz normal. Ist er der Beziehungstyp? Wie finden Sie, was ist in der Beziehung der Großteil? Stress oder eher ganz chillig? Ganz chillig. Chillig? Haben Sie bis jetzt nur das Chillige gesehen oder hatten Sie auch tatsächlich mal das eine oder andere Mal ein bisschen Stress? Ah, kommt drauf an. Zweimal habe ich Stress gehabt, aber da war es nicht so gechillt. Muss ich sagen, was man so. Zu einer guten Freundschaft oder zu einer guten Beziehung gehört auch mal ein bisschen Stress. Das ist einfach. Ansonsten ist es keine gute Freundschaft oder sonst was. Nöp. Es gibt in jedem Ding Stress. Ich habe schon so viel Stress im Leben gehabt. Und im Endeffekt ist man trotzdem Bro, deswegen. Ich bin heute echt nicht gut im Fahren. Eigentlich muss man wieder anders aufnehmen für mich, Alter. Ich bin heute echt nicht im Fahren. Ja, nicht. So, Herr Kollege. Wo ist denn die Sitzung? Sehe ich da. Jo, erzählen Sie halt ein bisschen was. Ich erzähle immer so viel in den Sachen. Die Leute mögen es wahrscheinlich, wenn ich so viel erzähle. Erzählen Sie immer. Sie sind so leise immer. Ich habe nicht so viel zu erzählen. Dann erzählen Sie trotzdem. Was soll ich erzählen, wenn ich nichts erzähle? Geht's Ihnen gut? Erzähl jetzt. Greifen Sie mal ein Thema auf. Farming Simulator 22. Das Thema ist durchgelutscht. Farming Simulator wird geil, gleich geil. Leben, fertig. Wie schaut es eigentlich bei Ihnen aktuell mit der Beziehung aus? Hab keine. Beziehungsstatus aus Single. Na, das kann sich aber bald ändern, du. Die Welt ist offen, kann sich alles ändern, rückartig, und zwar alles. Na, was sagen Sie, werden Sie einmal Ihren PC dieses Jahr noch aufrüsten oder warten Sie noch? Muss ich was sagen, wobei ich eigentlich aktuell auf was anderes ziele. Auf was denn? Raumsauser oder kann ist das privat? Nicht sagen, das ist aktuell noch im privaten Status. Ah, okay.
Haben sie ihn? Nee, das ist glaube ich vom LU den Holland. Die haben glaube ich keinen gekauft. Nein, ich hab keinen gekauft. Ey, ich hab. Ey! Heute hab ich gute Laune. Loser. So kann man es da sagen. Jetzt muss ich grob an. Ich hab keinen Bock mehr. Als ist der Kollege Goldclown. Alles nur bezahlen die scheiße Arbeit. Und ich sie selber mache. Herr Kollege, ich war schon. Na, passt schon. Wollt nur was fragen. Hat sich erledigt. Frag jetzt. Nein, ich wollte gleich fragen, ob ich ein Strohlager auf dem Hof habe, aber hat sich schon erledigt, die Waschung. Natürlich hast du eins. Ja, bin ja gerade drauf gekommen. Warum fragst du dann? Weil es mir erst dann noch eingefallen ist, wo die Frage schon draußen war. Gott mal an. Das ist noch ein bisschen früher. Sei es auch nicht immer gleich so aggressiv. Sicher. Boah, den brülligen geilen Sound, Alter. Schon geil. Na, es wird echt Zeit für eine neue Grafikkarte, weil die läuft am Maximum. Na gut, meine nimmer. Aktuell eher was mit Leistung oder insgesamt. Ich hab mir wieder den besten Platz ausgesucht, oben auf dem Dach. Alter. Wo die Hitze natürlich immer schön 100 Grad ist, ey. Ich bleib doch mal nicht hängen, aber dafür hau ich mir das Ding dagegen. Ach komm, Alter. Sorry, Leute, heute bin ich in der Topform. Aufnahme. Mal gute und schlechte Tage. Heute ist immer so ein schlechter Tag. Komm, mach runter das Ding jetzt hier. Was denn los, Herr Kollege? Bereit lenken, sonst kannst du das Ding ja gar nicht fahren, Alter. Und in Serie und nur mit Vorderradlenkung kannst du nicht fahren, Alter. Dann ist der das wird nichts. Dann lenkt der, Alter, wie ein scheiß Schiff, Junge. Ja. Was? Na, nix passt schon. Dummelst du eigentlich da unten an deinem Hof rum? Nichts zu tun. Hä? Ich will gerade schauen, wo ich da das Stroh abladen kann. Alter. Offensichtlich. Hier. Ja, bist lustig, oder? Nee, Alter. Mach jetzt mal die Pickup hoch, Junge. Ist ja schon. Bah, geh hin. Ich mach mal das passend. Ach du. Hast du den Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Warte. Was tun sie da? Du sie gerade frei. Hallo, warte kurz. Alter, breitere Schlappen gab's auch nicht, ja? Na. Junge. Sind eh noch schmal. Also von mir aus könnten die ruhig breiter sein. Jojo, denke ich mir. Dreifache Zwillingsbereifung, hä? Die Big Terra Reifen nennt man sowas. Ja. Cool. Irgendwann lass ich an. Bauarbeiter kommen und da meinen Hof wegreißen. Kann ich machen.
Das kann ich nur im Schein-Editor. So, Herr Kollege, aber das war's auch schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch gemacht habt. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.